Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast der Fernsehsendung der Neuen Zürcher Zeitung, wie immer gemeinsam mit meinem Kollegen Marco Färber. Vor 3 Jahren hat er mit seinem Seitenwechsel weit über die Schweiz hinaus für Aufsehen gesorgt. Als hochgeachteter ehemaliger Bundesrat wechselte er in die Welt des großen Geldes. Der Mann mit dem tadellosen Ruf sollte der schwer angeschlagenen Großbank UBS wieder zu Reputation und Vertrauen verhelfen. Im kommenden Mai tritt Altbundesrat Kaspar Villiger von der Spitze des UBS-Verwaltungsrates zurück. Heute ist er bei uns zu Gast. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Villiger, bei NZZ Standpunkt. Grüß Gott. Herr Villiger, wir wollen diese Sendung Ihnen widmen, der UBS widmen, einer Bilanz widmen nach fast 3 Jahren an der Spitze der größten Schweizer Bank. Aber wir kommen nicht umhin, zunächst kurz auf die Affäre Hildebrand einzugehen. Sie bewegt die Schweiz, sie bewegt die Schweizer. In Ihrer Einschätzung, Herr Villiger, war dieser Rücktritt unausweichlich? Also ich glaube, dass ich durchaus zuerst feststellen darf, dass Philipp Hildebrand ein hervorragender Nationalbankpräsident war und mit seinem enormen internationalen Netzwerk hat er für die Schweiz sehr viel im Ausland bewirkt. Er war irgendwie auch das Gesicht oder der Schweiz und des Finanzplatzes. Das wird fehlen und so gesehen ist sein Rücktritt sehr, sehr zu bedauern. Nun ist natürlich der Präsident der Nationalbank irgendwo auch das Symbol für die Glaubwürdigkeit der Nationalbank, für die Solidität der Nationalbank, vielleicht sogar auch für die Integrität des Finanzplatzes. Und deshalb ist schon der leiseste Hauch eines Verdachts, es könnten irgendwelche privaten Interessen vermischt werden mit dem anderen, ist eben sehr, 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 sehr schlimm, wenn ich das so sagen darf. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er diese feine Linie wahrscheinlich zu wenig gespürt hat. Und deshalb meine ich, dass der Rücktritt unausweichlich war. Andererseits muss ich sagen, dass er diesen Entscheid getroffen hat, verdient Respekt. Und er wird meinen Respekt trotz dieser Vorkommnisse wird er behalten. Das ganze Umfeld ist natürlich, wie das alles gelaufen ist, ist sehr unappetitlich. Ich will das auch nicht hier verhehlen. Aber was hat Herr Philipp Hildebrand konkret falsch gemacht? Hätte er anders machen sollen? Wissen Sie, das ist nicht eine Frage von Reglementen. Wenn Sie in dieser Funktion sind, müssen Sie einfach gewisse Dinge unterlassen. Bei uns, bei der Bank, ist das ja in vielem ähnlich, nur ist es bei uns durchreglementiert oder es gibt Perioden, wo man nicht darf. Es ist in diesem Sinne viel einfacher. Aber ich habe immer vertreten, das gilt auch für andere Bereiche, Sie können nicht alles regeln. Je mehr Sie es in Detail regeln, desto mehr haben Sie Schlupflöcher, die Sie dann viel mit besserem Gewissen nutzen können. Ich bin der Meinung, es gibt Dinge, die sind irgendwo im Beurteilungsbereich und diese, das habe ich von einer feinen Linie gesprochen, das ist natürlich immer etwas schwer abzuschätzen und deshalb muss man in solchen Fragen wahrscheinlich dann auch ganz klar sagen, diese Dinge schließe ich völlig aus, das ist dann die beste Lösung. Das heißt, Notenbanker. Aber es schmälert seine Verdienste meines Erachtens nicht. Aber Notenbanker haben auf dem Aktien- und Devisenmarkt eigentlich nichts zu suchen. Das müsste die Regel sein. Ja, vor allem würde ich sagen im Devisenmarkt. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Toleranzen je nach Funktion. Ich glaube, dass bei höchsten Richtern und bei Notenbankpräsidenten und Staatspräsidenten und so weiter einfach eine etwas andere Toleranzschwelle ist als bei anderen. Und ich glaube, damit muss man leben. Schon wenn man weiß, sie müssen Werte vertreten nach außen und wenn der Verdacht entsteht, sie könnten sie selber nicht voll beherzigen, dann, Sie sehen das auch in anderen Fällen, ein anderer Fall ist jetzt in Deutschland aktuell, dann reagiert natürlich die Öffentlichkeit und die Betroffenen sehr sensibel. Ich bedauere das und er hat gute Arbeit geleistet. Ich glaube, die Schweiz muss ihm dankbar sein, aber ich respektiere seinen Entscheid. Jetzt haben Sie gesagt, die Affäre ist insofern beendet, er ist zurückgetreten. Wie stark hat das jetzt den Ruf, die Reputation der SNB beschädigt? Ich glaube nicht, dass man das überbewerten darf, vor allem weil er diesen Schritt gewagt hat. Ich glaube, das hat sehr viel beruhigt. Und man muss ja sehen, es ist ja nicht ein Einzelner, der das alles verkörpert, sondern meine Meinung ist natürlich, dass das Notenbankdirektorium als Kollegium
ein hervorragendes Gremium ist. Und dieses Gremium funktioniert nach wie vor. Auch die guten Entscheide für die Nationalbank waren ja nie Entscheide eines Einzelnen, sondern es war, wie das auch im Bundesrat der Fall ist, das Ergebnis eines Teamworks. Und dieses Team arbeitet weiter und ich glaube, das weiß man auch international. Ich glaube, die Glaubwürdigkeit der Notenbank ist gewahrt. Wir haben es vorhin gesagt, wir möchten hauptsächlich über Sie, Ihre Zeit bei der UBS sprechen. Machen wir den Strich darunter momentan. Ich denke, es wird noch viel zu reden und auch aufzuarbeiten geben, die ganze Sache. Zu Ihnen, als Sie im Frühjahr 2009 bekannt gaben, Sie würden an die Spitze des UBS-Verwaltungsrates treten. Da gab es viele Leute, ich gehörte auch zu Ihnen, ich habe Sie aus Ihrer Bundesratszeit gekannt, die sich schwer vorstellen konnten, dass Caspar Villiger nun diesen Schritt in die Welt des großen Geldes, sagte ich, vorhin macht. Sie haben auch mal gesagt, es war Ihnen mulmig zumute. Also ich habe zuerst ja Nein gesagt, und zwar definitiv. Und sie hat, das zuständige Komitee hat dann auch weitergesucht und kam dann wieder zurück. Und ich habe dann nochmals Nein gesagt und habe mich dann mit vielen Leuten gesprochen. Praktisch alle haben mir abgeraten. Und also nicht mit sehr vielen, aber so mit einigen Freunden. Alle haben abgeraten. Und ich habe mich dann aber doch entschieden, es zu tun, weil ich glaubte, wenn dieses Gremium das Gefühl hat, ich könne etwas beitragen, dass sie vielleicht fast zu meiner Verantwortung gehört, das zu versuchen. Denn ich weiß, das tönt vielleicht etwas klischeehaft und etwas überheblich, aber es ging mir eigentlich nicht nur um die Bank, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass dieses große Institut, das für die Wirtschaft wichtig ist, für die Schweizerische, dass dieses Institut wieder solide wird. Und ich habe mir solche Fragen, wissen Sie, ich komme ja aus der Wirtschaft, ich bin eigentlich, natürlich, wenn Sie 15 Jahre Bundesrat sind, sind Sie nachher der Politiker. Aber ich habe mich eigentlich in der Politik als Gast gefühlt und nicht jetzt als Gast in der Wirtschaft aus der Politik. Ich habe 23 Jahre ein eigenes Unternehmen geführt. Das war ein mittelständisches, aber das ist eine Führungsaufgabe wie eine andere auch. Ging dann in die Politik, das hat mich sehr erfüllt. Und für mich war es irgendwo ein Heimkommen. Das, was neu war für mich, auch Großkonzerne habe ich mittlerweile gekannt durch meine Verwaltungsratstätigkeit, neu war der Finanzsektor von innen. Und daran musste ich natürlich intensiv arbeiten, mich auch einarbeiten, um das überhaupt zu verstehen. Und da habe ich sehr viel investiert. Wir kommen gerne noch darauf zurück. Aber was ich ansprechen wollte, war, was Sie jetzt auch angesprochen haben, Sie kamen selber, Sie waren KMU-Unternehmer, Velos, Stumpen, wie man sagte, also Zigarren. Aber das ist eine Wirtschaftswelt, ich sage es mal, die traditionelle. Sie waren auch eine Verkörperung traditioneller schweizerischer Werte. Bescheidenheit, Sparsamkeit, Respekt, Anstand. Das sind Werte, ich sage es jetzt auch mal etwas pauschal, die man nicht als Primärtugender der Welt des großen Geldes anschaut. Und das meinte ich von dieser kulturellen Dimension. Ja. Da konnte man sich schlecht vorstellen. Aber ich glaube, ich sah schon auch eine Funktion von mir, mitzuhelfen, dass auch im Finanzsektor eigentlich diese solide Schweizer Welt wieder zum Tragen kommt. Und ich glaube, gerade eine Bank, die in der Schweiz so wichtig ist wie die UBS, auch die andere Grossbank und die Schweizer Banken, die wären nicht so, die hätten nicht so viele Kundschaft, hätten nicht so einen hohen Marktanteil, wenn sie eben nicht doch auch diese glaubwürdigen Werte verkörpern würden. Und was das Ganze irritierend macht, ist natürlich das, was von der Wall Street, wenn ich das nun apostrophieren darf, hier hineingefunkt hat und auch diesem vielleicht etwas verunglückten Ausflug der UBS in diesen Bereich. Sie wissen, ich wäre ja nie in diese Funktion gekommen, wenn die UBS nicht in diese Krise geraten wäre. Und ein großer Teil meiner Anstrengungen bestand schon auch darin, auch in der Bank wieder darauf hinzuwirken, dass wir eigentlich wieder dieses solide Geschäft und die Finanzwelt ist eben keine virtuelle Welt. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Finanz und Werkplatz. Der Werkplatz profitiert enorm von diesem Finanzplatz. Er profitiert über die tieferen Zinsen durch die Auslandgelder, die hier sind. Aber alle diese exportierenden Schweizer KMUs, die weltweit tätig sind, die brauchen Investmentbankdienstleistungen, brauchen Finanzierung, brauchen Kapitaltransaktionen, die brauchen Währungsabsicherung. Alles das kann nur eine tüchtige Bank, die auch weltweit vernetzt ist, liefern. Das ist wichtig hier. Und deshalb, es ist eine Symbiose, es ist nicht ein Gegensatz. Und gewisse Fehler, die nun in Banken gemacht worden sind, wir haben sie auch sehr offengelegt, haben natürlich dieses Gleichgewicht
vielleicht ein wenig gestört. Und wir arbeiten intensiv daran, das wieder zu bereinigen. Lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz zurückblenden. Wenn Sie heute zurückschauen, damals, mit welchen Erwartungen Sie in diese Bank eingetreten sind, auch in diese Funktion, was hat Sie damals am stärksten, ich sage jetzt mal positiv und negativ überrascht? Oder wie weit sind Sie dort auch mit Sachen konfrontiert worden, wo Sie wirklich gesagt haben, das hätte ich so nicht erwartet? Also ich muss einmal sagen, ich habe meine, eigentlich immer, wenn ich eine neue Aufgabe übernommen habe, habe ich diese Aufgabe eigentlich am Ziel definiert und dann am Schluss mich gefragt, was haben wir von diesen Zielen erreicht. Und so gesehen ist für mich dann das, ob ich eine KMU führe, ob ich im Finanzdepartement mich mit Bundesfinanzen befassen muss, ist eigentlich sehr viel anders. Man setzt sich ein Ziel und man muss beharrlich darauf hinarbeiten. Die erste Überraschung war eigentlich die mit erstens einmal, dass es ein sehr, sehr komplexes Umfeld ist. Ich habe das erwähnt. Ich habe also viel daran gearbeitet, das alles zu verstehen. Ich kenne die Finanzmärkte recht gut. Als Finanzminister haben Sie sehr viel damit zu tun. Ich kenne das Bankwesen natürlich als Kunde. Mein Familienunternehmen war etwa 80 Jahre Kunde dieser Bank. Also, und wenn Sie wissen, was der Kunde will, können Sie auch etwas beitragen in der Bank. Denn die Bank ist ja nur dazu da, den Kunden eine Dienstleistung zu erbringen. Eine andere Funktion hat sie nicht. Das muss sie, und wenn sie das gut tut, dann überlebt sie, und sonst überlebt sie nicht. Aber in den ersten Gesprächen, auch mit Herrn Grübel, ist uns bewusst geworden, dass die Situation schwieriger ist, als wir dachten. Dass die Bank wahrscheinlich in einem schwierigeren Zustand ist, von der psychologischen Befindlichkeit. Die Leute haben gearbeitet, haben sich Mühe gegeben, sind sehr kompetent gewesen, und irgendwie kam das nicht vom Fleck und wurden nur angegriffen. Es gab ja schon ein paar Verantwortliche, aber von den damals 70.000 Mitarbeitern waren vielleicht, ich weiß nicht, 50 dafür verantwortlich, und die anderen haben ihren Job bestens gemacht. Und wir haben uns eine Zeit lang gefragt, wie bringt man das eigentlich in nützlicher Frist wieder in Ordnung? Das war vielleicht die zweite Überraschung. Die dritte Überraschung schon, ich habe ja in vielem, was an der Bank kritisiert worden ist, eigentlich letztlich gleich gedacht wie die Kritiker. Also ich fand gewisse Saläre auch überrissen. Und ich musste lernen, dass, wenn Sie spezialisiertes, hochqualifiziertes Personal brauchen, das fähig ist, gewisse große Geschäfte zu tätigen, dass Sie diese Leute nur behalten können, wenn Sie sie ungefähr gleich behandeln wie andere Firmen auch. Und ich weiß, das wird nicht verstanden, aber ein gewisses Verständnis hat man trotzdem. Ich meine, wenn einer sehr viel verdienen kann hier in einem soliden Unternehmen, warum soll er plötzlich für ein Drittel des Lohnes in ein Unternehmen kommen, von dem er nicht mal weiß, ob es überlebt? Das heißt also, das hat dann zu diesem Zwiespalt geführt, dass die gesagt haben, das hat der Staat das unterstützt. Da waren wir also sehr dankbar. Ohne die staatliche Unterstützung wären wir wahrscheinlich nicht so rasch vom Fleck gekommen. Und der Steuerzahler muss dafür praktisch bürgen, und die zahlen solche Saläre aus. Und dieser Zwiespalt hat mich wahrscheinlich am meisten zu schaffen gemacht. Aber wir haben ja den Test gemacht im ersten Jahr und haben diese Boni enorm reduziert. Und wir haben dafür einen viel zu hohen Preis bezahlt. Wir haben Kunden verloren, wir haben Geschäfte verloren und mussten um des Überlebens willen der Bank das korrigieren. Das versteht niemand, das glaubt niemand, aber ich habe es erlebt. Das führt ja zur Frage, haben Sie oder wurden Sie auch ein bisschen enttäuscht in Ihren persönlichen Erwartungen, wie die Akzeptanz von außen Ihrer Rollenwechsel, Ihrem Seitenwechsel entgegengebracht wird, genau zum Beispiel an dieser Bonusfrage. Also dass Sie natürlich auch irgendwo damals, als Sie gewählt worden sind vom Aktionariat, so ein bisschen diesen Brückenschlag eigentlich repräsentiert haben von der Politik zur Wirtschaft, von Schweizer Tugenden aus einem KMU-Umfeld hin zu einer Grossbank, die Probleme hat. Und dann just in der Frage, die stärksten Emotionen geweckt hat, eben in dieser Bonusfrage, mussten Sie selber, wie Sie es jetzt darstellen, ja irgendwo auch Lehrgeld bezahlen. Dass Sie eben auch realisiert haben, so einfach ist es nicht, hier eine vernünftige oder eine, ich sage für den Laien auch, für die Öffentlichkeit verständliche Lösung zu bieten. Ich habe ja am Anfang einem Freund gesagt, ja, warum machst du das? Ich habe gesagt, weißt du, ich habe eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ich muss nichts mehr werden. Ich bin abgesichert. Ich könnte sogar wieder eine Bundesrente beziehen und so weiter. Also mir kann eigentlich nichts passieren. Ich habe eigentlich nur etwas zu verlieren, nämlich die Reputation. Und dieser Freund hat dann
eine interessante Bemerkung gesagt, ja, manchmal erfordern es vielleicht die Umstände, dass man sogar die Reputation aufs Spiel setzt. Und Ihre Frage konkret, ich würde sie mit Ja und Nein beantworten. Wenn Sie sagen, bin ich enttäuscht. Ich bin mir bewusst, dass ich wahrscheinlich in breiten Teilen der Bevölkerung mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr, meine Reputation verspielt habe. Das ist unangenehm. Und wenn ich sehe, dass eine Zeit lang die Medien fast kampagnenhaft jedem anderen das Gleiche nachgeschrieben hat, müsste ich lügen, wenn ich hier sagen würde, das hat mich nicht geärgert oder hat mich nicht betroffen. Denn Sie können schon Hornhaut an der Seele ansetzen und sagen, das kümmert mich alles nicht. Aber wenn Sie das zu stark tun, dann werden Sie unsensibel und fangen an, Fehler zu machen. Aber ich habe gelernt, natürlich, ich habe das im Bundesrat auch erlebt. Also ich erinnere mich noch, ich habe eine der größten Schweizer Tageszeitungen geöffnet, am Morgen nachher in einer Puck-Debatte und da steht, muss Villiger heute zurücktreten. Ich habe mir angewöhnt, diese Dinge ernst zu nehmen. Ich habe bisweilen auch ein bisschen gelitten, aber ich habe mir auch angewöhnt, darauf keine Rücksicht im konkreten Tun zu nehmen. Weil wenn Sie anfangen, Ihre Tätigkeit anzupassen an irgendwelche Erwartungen, dann korrumpieren Sie sich selber und dann werden Sie Ihren Job nicht mehr richtig machen. Und ich habe eigentlich, wenn ich das noch sagen darf, ich habe mir eigentlich 5 Ziele gesetzt für diese Bank. Und wenn ich heute zurückschaue, nicht, wenn ich sage, ich habe sie erreicht, das Team hat sie erreicht, das Management oder der Verwaltungsrat, es ist immer ein, alles im Leben, was bei mir gelungen ist, war irgendwo Teamwork. Es waren immer viele beteiligt und ein Ziel war, die Bank zu stabilisieren, ein Ziel war, die Altlasten, wir können vielleicht auf die einzelnen Dinge dann noch zurückkommen, die Altlasten zu bereinigen, eines war, die neue Marschrichtung zu definieren, das vierte war, die Generationenablösung in der obersten Führung zu bewerkstelligen. Und das fünfte war das Permanente, unsere Aufgabe für diese Wirtschaft und für unsere Kunden korrekt und trotz der Krise bestens zu erfüllen. Und ich glaube, alle diese fünf haben wir erreicht. Und trotz aller Imageprobleme, da bin ich ein bisschen stolz darauf. Und meine Leute dürfen stolz darauf sein. Aber der Preis, den Sie dafür gezahlt haben, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, Sie sagten etwa, bei vielleicht der Hälfte der Leute habe ich ziemlich viel Reputation verloren. Ja, aber das, am Schluss zählt das Ziel. Am Schluss zählt für das Land das Ziel, dass die Bank gut dasteht. Ich werde wieder das machen, was ich schon einmal gemacht habe. Ich werde aus der Öffentlichkeit verschwinden und werde mir sagen, ich habe mein Bestes gegeben, sicher nicht fehlerfrei. Aber eigentlich haben wir das Wesentliche erreicht, außer der Reputation, wo dieser leidige Verlust, das ist vielleicht, das war das schmerzlichste Erlebnis am Ganzen, also dass natürlich Händler, das zurückgeworfen hat. Dieser Händlerzwischenfall klar, ja. im letzten Jahr. Der natürlich sehr, sehr gravierend ist, völlig klar. Aber können Sie nachvollziehen, dass offenbar viele Leute etwas Vertrauen in Sie verloren haben, dass Ihre Reputation, wie Sie selber sagten, bei vielen Leuten zurückgegangen ist? Ja, wissen Sie, ich habe natürlich viele Kritik auch verstanden. Und ich kann nicht erwarten, dass alle Leute, die Zeitung lesen und Schlagzeilen lesen und so weiter, dass die dann sagen, ja, ist das wirklich alles so und wie war das eigentlich wirklich und da studieren. Ich glaube, da gibt es so. Und ich glaube auch, dass vielleicht ein gewisses Missverständnis meiner Rolle eine Rolle spielt. Sie haben das vorhin, Herr Faeber, ein bisschen angedeutet. Sie haben gesagt, es wurde auch erwartet, die Brücke zur Politik und so weiter. Ich habe mich nicht als Botschafter irgendeiner Politik oder schon gar nicht der Medien in dieser Bank, die da denen zum Munde redet und jetzt diesen die Knöpfe eintut, meine Rolle gesehen, sondern ich habe meine Rolle so gesehen, wie es im Gesetz festgeschrieben ist. Der Verwaltungsrat muss die Interessen des Unternehmens und der Anleger annehmen. Der Verwaltungsrat muss dafür sorgen, mit dem Management zusammen, dass diese Firma wieder auf Vordermann kommt. Und diesem Ziel habe ich alles untergeordnet und habe auch deshalb, wenn von der Politik her zum Beispiel Meinungen kamen, von denen ich annahm, sie sind schlecht, sie schaden dem Finanzplatz langfristig, habe ich das natürlich gesagt und nicht etwas verheimlicht, nur weil das irgendwem besser gefallen hätte. Umgekehrt habe ich trotzdem natürlich die Politik immer sehr respektiert und auch war sehr dankbar, dass eigentlich am Schluss in der Politik immer auch Lösungen getroffen worden sind, die sehr gut waren. Ich meine, die UBS hat nicht nur die Politik gebraucht, beim Rettungspaket, da war ich ja noch nicht dabei, das habe ich als Bürger am Fernsehen habe ich das mitbekommen. Aber noch einmal beim Amerika-Problem, als es um diese Verträge mit den Amerikanern ging. Und ich habe sogar verstanden, dass die Politik hier gesagt hat, müssen wir das wirklich. Aber auch dort hat die Verhandlungsdelegation des Bundes für uns und für den Schweizer Finanzplatz
enorm gut verhandelt und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Aber das hat mich natürlich nicht davon abhalten können, eben meine Aufgabe so zu tun, wie sie getan werden musste, ohne Rücksicht auf die öffentliche Meinung. Jetzt ist es ja ein Doppelgespann. Es ist ja immer der CEO und der Verwaltungsratspräsident. Hat Ihnen das vielleicht auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, in Ihrer Reputation geschadet oder in der Wahrnehmung Ihrer Funktion geschadet, dass Sie mit Herrn Grübel einen sehr starken, auch einen durchaus pointierten CEO zur Seite hatten, der sich wiederum nach meinem Dafürhalten relativ wenig um diese Frage gekümmert hat und einfach im Prinzip gesagt hat, was er denkt? Ja, aber das hat man natürlich schon gewusst, als man Herrn Grübel geholt hat. Ich habe ihn nicht geholt. Aber dass er damals, wir haben ein Gespräch geführt, bevor er zugesagt hatte, ich habe ihn nicht geholt, aber dass er gekommen ist, war für mich ein Grund, dass ich mir gesagt habe, mit einem solchen guten Banker an der Seite kann ich als Nicht-Banker es wahrscheinlich verantworten, diese Aufgabe zu übernehmen. Denn ich war mir natürlich auch meine Grenzen bewusst. Ich kann mit meiner Ausbildung nicht eine Bank führen, aber ein Verwaltungsratspräsident muss auch nicht die Bank führen. Das ist auch so ein Missverständnis in der Öffentlichkeit, oder? Man sucht eine plakative Figur, an der man die Frust abreagieren kann und sagt, der führt ja eigentlich die Bank, das ist der Oberste. Er hat seine Funktion, er muss den Verwaltungsrat führen, der Verwaltungsrat muss seine Kontrollfunktion, strategischen Funktion ausüben. Ich glaube, dieser Verwaltungsrat hat das getan, tut es immer noch, ist ein sehr guter Verwaltungsrat. Und Herr Grübel und der CEO ist eigentlich der, der das Management führt und der die Bank führt. Und ich war mir natürlich schon bewusst, dass er eine sehr prononcierte Persönlichkeit hat. Er hat sich enorme Verdienste in dieser schwierigen Zeit erworben. Er ist eine prononcierte Persönlichkeit und ich habe ihm 2-3 Mal gesagt, du hast zwar recht, aber musst du das gerade so sagen? Sie können natürlich einen Mann seiner Persönlichkeit in seinem Alter, genauso wie Sie mich nicht mehr ändern können, können Sie ihn nicht mehr ändern. Und er hat natürlich in vielem zwar überspitzt, aber eben recht gehabt. Und ich korrigiere ihn natürlich nicht öffentlich, wenn er recht hat. In einem Punkt hat er beispielsweise nicht recht gehabt, also aus meiner Sicht. Das war, als er die Politik der Nationalbank kritisiert hat. Das habe ich öffentlich gesagt. Aber interessanterweise hat das dann niemand interessiert, weil es wahrscheinlich eben eine Unterstützung einer öffentlichen Meinung war. Aber das nur nebenbei. Eben das Bild in der Öffentlichkeit war natürlich sehr stark das, Herr Villiger ist nie aus dem Schatten von Herrn Grübel herausgetreten. Er war nicht der Lenker, sondern eher der Gelenkte. Das hat man sehr viel gehört. Und das kommt natürlich auch aus der Rolle. Ich bin der Meinung, dass dort, wo die Verwaltungsratspräsidenten versuchen, den Schein der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen und das machen, dass das vom System her falsch ist. Und gerade das Bankengesetz macht die Trennung zwischen Verwaltungsrat und Management sehr viel klarer und drastischer als andere. Zum Beispiel ist ja auch die Personalunion zwischen Verwaltungsratspräsident und CEO ist verboten. Und ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass die Struktur, wie die Bank vorher geführt worden ist, mit dem Chairman's Office, oder? Wo also eigentlich das war, um keine Namen zu nennen, Herr Rospel war Chairman. Aber hat eigentlich zumindest mit diesem Chairman's Office nach außen den Eindruck erweckt, dass er sehr stark auch auf das Operative der Bank einwirkt. Ich bin nicht sicher, ob das im letzten Sinn und Geist unserer gesetzlichen Regelung überhaupt war. Und deshalb habe ich am Anfang auch gesagt und stehe zu dem, die Tore schießen muss der CEO. An die Öffentlichkeit treten muss der CEO und der Chairman muss sich zurückhalten und nur dann eingreifen, wenn es aus dem Bereich des Verwaltungsrates zum Beispiel Strategie oder solche Dinge ist. Und daran sehe ich noch heute nichts, Falsches und dass ich nicht öffentlich, wenn ich einmal mit der Tonalität des CEO nicht ganz einverstanden bin, an die Öffentlichkeit gebe und sage, er hat zwar recht, aber so darf man das natürlich nicht sagen. Das ist ja, glaube ich, selbstverständlich, das wäre ja auch nicht loyal. Aber wir haben, ich muss das sagen, wir haben eine ganz ausgezeichnete Zusammenarbeit gehabt, vielleicht gerade auch, weil wir so verschieden sind. Wir haben auch viel gelacht zusammen und ich konnte ihm eigentlich in diesem Ton auch viele Dinge sagen, die ihm vielleicht andere nicht sagen konnten. Also wir haben ein sehr offenes Verhältnis gehabt und ich fand diese Zusammenarbeit sehr konstruktiv. Wie weit ist es denn überhaupt noch wichtig heutzutage für eine global tätige Institution wie eine UBS, diese
dieses Verständnis für die Schweizer Befindlichkeit? Weil letztlich geht es ja ein bisschen um das, nicht? Wie geht man zum Beispiel mit dieser Öffentlichkeit um? Ja. Wie geht man zum Beispiel auch mit dieser Politik um, nicht? Ja. Sie haben ja einen bemerkenswerten Satz geprägt als ehemaliger Bundesrat, wo Sie darauf hingewiesen haben, ich zitiere Sie frei, die Politik muss aufpassen, dass sie sich nicht zu stark quasi aus einer Laiensicht in dieses Bankgeschäft einmischt. Das sind ja schon, sage ich jetzt mal, auch Dinge, wo man sich die Frage stellt, ist die UBS eigentlich noch eine Schweizer Institution oder ist sie letztlich eine transnationale? Ja, also das kam aus einem Interview in der Berner Zeitung, und mit den Profis, die schon wissen, was sie tun, habe ich nicht die Banker gemeint, sondern die Aufsicht und die Notenbank. Mhm. Das ist aktenkundig, aber das wurde, einer hat das anders interpretiert und jeder hat es dem anderen abgeschrieben, ohne die Quelle anzuschauen. Aber Sie sagten, wir müssen aufpassen, dass nicht im politischen Raum von Laien etwas falsch gemacht wird. Ja, und habe dann gesagt, die Profis da und damit die professionellen Bundesaufsichtsgremien gemeint. Aber das ist, das Laien war vielleicht etwas verletzend, weil ich war ja als Politiker auch ein Laie und habe mich trotzdem geäußert. Was ich damit meine, ich komme dann auf Ihre konkrete Frage, was hat die Schweiz für eine Bedeutung, dann noch kurz zurück. Mhm. Aber ich möchte hier einen Einschiebsel machen. Die Schweiz hat nur Wohlstand, weil sie integriert ist in die Globalisierung. Ohne Globalisierung wäre die Schweiz ein Entwicklungsland. Wir können unser Können verkaufen, müssen dafür importieren. Und das ermöglicht einem Land von der Größe einer mittleren chinesischen Großstadt, und das ist sehr klein, einen überdurchschnittlichen Wirtschaftsstandort. Und wir sind nur so lange konkurrenzfähig und nur so lange können wir unseren Wohlstand erhalten, als es interessant ist, in der Schweiz zu investieren, und dass es interessant ist und dass Talente, die besten Leute der Welt, in die Schweiz kommen und hier auch arbeiten. Weil wir haben eine viel größere Wirtschaft, als wir selber aus unserem eigenen Volke bestücken können. Und wenn die Politik nun anfängt, aus einer innenpolitischen Sicht Dinge zu machen, die diese Attraktivität für Investoren und für Talente schmälern, dann sagen wir an unserem eigenen Wohlstand. Und hier sage ich, dass man aufpassen muss, dass die Politik nicht aus dieser Innensicht solche Entscheide fällt, und wir sind daran, immer wieder über solche Dinge zu reden, Einschränkung der Flexibilität der Arbeitsmärkte oder neue Steuern oder was immer das ist. Und das habe ich damit gemeint, da muss man sehr aufpassen. Jetzt komme ich, und wir sind ja Sitz von Großkonzernen, für die die Schweiz als Markt eigentlich keine Bedeutung hat. Und trotzdem zahlen sie hier Steuern, machen hier Forschung und so weiter. Ich weiß das von Nestle her. Nestle macht etwa 1,5% vom Umsatz in der Schweiz. Kann also morgen anderswo sein. Null Bedeutung. Aber weil die Schweiz ein interessanter Standort ist, gute Leute hat, solides Volk ist, hohe Sparquote, alles positive Dinge, die uns ja auch jetzt helfen im Vergleich zum Rest von Europa, ist es interessant für ein Nestle hier zu sein. Bei den beiden Großbanken ist das Interesse an der Schweiz noch sehr viel größer. Und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist, bei unserer Bank ist etwa ein Drittel unseres Geschäftes ist Schweizer Geschäft mit Schweizer Firmen. Also ich glaube, wir leisten als größte Schweizer Bank einen Beitrag, der nötig ist für den Wohlstand, für die Firmen. Aber wir profitieren auch davon, weil wir eine solide Wirtschaft haben, können wir an Geschäften, und wir haben hier eine stabile Ertragslage. Also das Schweizer Geschäft ist für uns als Zweig wichtig. Und das Zweite ist, dass der Standort Schweiz für uns zum Beispiel in Asien, in Amerika vielleicht etwas weniger, ein sehr, sehr guter Standort ist. Und ich glaube, dass ein Großkonzern braucht eine Heimat, wie ein Bürger braucht eine Heimat. Und die muss auch seine Werte prägen. Und die Tatsache, dass die Schweiz eine Heimat ist, und die Tatsache, dass wir hier eine wichtige Bank sind, die schafft Vertrauen für unsere großen Kunden in Emerging Markets in anderen Ländern. Und deshalb ist die Reputation in der Schweiz, unsere Reputation ist in Asien sehr, sehr gut. Sie ist in Amerika wieder recht gut geworden, sie ist in England recht gut. In der Schweiz ist sie immer noch am schwierigsten. Aus diesem Enttäuschungseffekt, denn diese Bank war sehr geachtet und hat enttäuscht durch diese Krise, das verstehe ich. Ich war ja auch enttäuscht, als ich das am Fernsehen sah. Und hier, diese Reputation ist für uns aber eben auch weltweit wichtig, und deshalb arbeiten wir natürlich sehr stark auch an der Schweizer Reputation.
wissen aber, dass wir hier auch wieder immer unter Druck sind und sind hier so in einem gewissen Clinch. Der hat mich beschäftigt, das ist klar. Aber ich glaube, unsere Funktion haben wir immerhin erfüllt. Jetzt ist Ihr Nachfolger, der designierte neue Verwaltungsratspräsident, wenn er denn gewählt wird, Axel Weber, ein Deutscher. Kann ein Deutscher das, was Sie jetzt dargestellt haben, nachvollziehen? Ja, es war... Ich habe ja diese Nachfolge eigentlich schon länger eingeleitet, oder? Weil ich habe ja natürlich ein Alter, ich sage immer, ich habe letztes Jahr den runden Geburtstag gehabt, den alle vergessen, nur die Motorfahrzeugkontrolle nicht, weil man dann erstes Mal zum Arzt muss, um zu schauen, ob man noch fahren darf. Sie haben bestanden. Ich habe bestanden, Gott sei Dank. Ich habe natürlich gesehen, ich muss das einleiten. Und ich fand dann damals, dass eine Persönlichkeit von seiner Statur, die als Notenbanker natürlich die Finanzmärkte sehr, sehr kennt, die ein enormes Netzwerk, vergleichbar mit Herrn Hillebrand, ein Netzwerk, ein internationales hat, oder jeden kennt, jeden anrufen kann, und der das Bankwesen, vielleicht nicht das Retailbankwesen, auch als Kunde habe ich es vielleicht besser gekannt, aber er kennt es einfach von einer anderen Seite sehr, sehr gut. Ich glaube, dass das eine Chance ist. Wichtig war für mich weniger die Nationalität, als dass er eine unserer Landessprachen spricht. Und ich glaube, dass er Deutsch spricht, ist wichtig. Und das Zweite, er muss natürlich den Willen haben, sich hier zu integrieren. Sie haben Herrn Grübel erwähnt. Herr Grübel hat zwar sein klares Hochdeutsch bewahrt, aber ich habe kaum einen besseren Patrioten als Grübel gesehen. Viele seiner Kritik fußt auf seinem Leiden an der Schweiz, weil er denkt, ich bin 40 Jahre hier und mag diese Schweiz. Und warum machen die jetzt das? Und Herr Weber ist bereit, mit seiner Frau hierher zu kommen, hier zu wohnen, hier zu leben. Und ich kann ja jetzt noch, er wird schon ab Februar dann mit uns ein gewisses Vertragsverhältnis haben, ich kann noch versuchen, ihn etwas zu helvetisieren, ihm dieses Verständnis für die Unterschiede zu Deutschland mitzubringen. Das ist das eine. Aber das andere, ich bin natürlich auch sehr froh, dass wir nun einen CEO haben, der Schweizer ist. Ich finde es sogar noch schön, dass er eine Minderheit in der Schweiz repräsentiert, spricht sehr gut Deutsch, spricht perfekt Französisch, natürlich Italienisch. Wir reden übrigens zusammen Italienisch, das ist lustig. Also ich habe ja meine wöchentlichen zwei Sitzungen oder ein, zwei Sitzungen mit dem neuen CEO. Das ist für mich eine gute Übung. Und er ist Schweizer, war zwar lange im Ausland, hat einen absolut breiten Horizont, aber er versteht die Schweiz. Und ich glaube, dieses Team, der Chairman, der die Sprache spricht, und der CEO, der wirklich ein Schweizer ist. Ich glaube, dass das eine sehr vertretbare Lösung ist. Wenn wir diesen Teil, vielleicht jetzt eben diesen persönlichen Teil, nach UBS-Teil abschließen wollen, so würde ich zusammenfassen, verstehe ich Sie so: Ich habe meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe und die mir gestellt wurde, ich habe sie gelöst. Die Bank steht gut da. Ich bin quasi im Reinen mit meiner Bilanz. Also ich darf vielleicht einfach die vier Punkte noch mal repetieren. Die Bank ist hervorragend kapitalisiert. Sie ist wieder profitabel. Wir sind international in diesem schwierigen Umfeld eine der bestkapitalisierten Großbanken. Wir haben die drei Altlasten, das Amerika-Problem, die Rückzahlung an den Steuerzahler, der einen Profit machte, Gott sei Dank, mit uns. Das war für mich eine Bedingung als ehemaliger Finanzminister. Das ist keine Dankbarkeit, nicht? Ich bin froh, dass der Steuerzahler daran verdient hat. Und die Nationalbank, die dritte Altlast, wird mit größter Wahrscheinlichkeit auch ohne Verlust daraus herauskommen. Ich glaube, das ist getan. Wir haben versucht, auch durch die Redimensionierung der Investmentbank, dort dieses Wall Street, dieser Wall Street-Bereich, den werden wir umstrukturieren Richtung Kunden, damit wirklich, das ist dann eher vielleicht eine Geschäftsbank, unsere Kunden wissen, auch die Investmentbank macht das, was der Kunde braucht, was die Firmen brauchen in der Schweiz, was die vermögenden Kunden brauchen. Das sind wir dran, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Und die Ablösung mit einem jungen CEO, einem jungen Team und jetzt mit mir, die ist geschafft. Ich glaube also, die Aufgaben, die ich mir gestellt habe, die sind bewältigt. Nicht ich, das ist das Team. Ich habe das mitmoderiert. Das, was mich enttäuscht hat und was mich jetzt noch beschäftigt, ist dieser große Verlust. Ich will das nicht verhehlen, der hätte nie passieren dürfen. Und wir sind daran, daraus die Lehren zu ziehen. Jetzt, wenn wir vielleicht diesen Schritt weitergehen und das vielleicht ein bisschen genereller anschauen, auch was den Finanzplatz und den Bankenplatz Schweiz angeht, wo Sie ja ein Teil davon jetzt sind, als UBS-Präsident, was Ihnen und offenkundig dem Bankenplatz bis heute aber nicht gelungen ist, ist diese Reputation wieder für sich irgendwo zurückzugewinnen. Also diese, letztlich auch die
ich sage jetzt mal, die breite öffentliche Sympathie, das Mittragen dieses Finanzplatzes, da scheint doch einiges nicht mehr im Lot zu sein. Nicht zuletzt auch natürlich vor dem Hintergrund, dass neue Banken jetzt eingeklagt sind von den amerikanischen Steuerbehörden. Wir wollen nicht über die rechtliche Dimension sprechen, aber die öffentliche Meinung spricht eher die Sprache, warum kann das immer noch passieren? Ja. Also ich muss ich ehrlich sagen, dass ich natürlich auch ein bisschen enttäuscht bin, dass es Banken gab, die nichts Besseres wussten, als Kunden von uns zu übernehmen, nachdem sie vorher gesehen haben, was mit der UBS geschehen ist. Oder die UBS hatte auch kein Schweizer Recht verletzt und trotzdem war es falsch. Und daraus hätte man eigentlich Lehren ziehen müssen. Und das erklärte auch den Frust der Amerikaner. Aber das ist nur ein Randproblem. Sie haben natürlich recht. Ich glaube, erstens, ich habe das damals bei der Swiss gesehen, erstens, glaube ich, ist der Schock, den die UBS verursacht hat, dazu muss ich ja stehen, oder? Die UBS die UBS ist mitursächlich an diesem Misstrauen. Und das versuchen wir ja zu bereinigen. Ich glaube, das wirkt halt einige Jahre nach. Das ist nicht einfach morgen vergessen, oder? Das ist nicht einfach morgen vergessen. Dann kommt dazu, dass wir natürlich unter einem sehr starken äußeren Druck sind, oder? Alle Medien um uns herum schreiben diese Gewinner und die nehmen uns Steuern ab und. Dann sind diese Verhandlungen, das ist alle diese. Wir müssen dann aber aufpassen, dass wir diesen Auslandstöne auch nicht überbewerten. Bei den ausländischen Völkern ist unsere Reputation immer noch recht gut, aber bei den Politikern nicht unbedingt. Viele Politiker ertragen ja auch nicht, dass ein Land, das nicht in ihrem Verbund ist, Erfolg haben kann, oder? Da spielt natürlich sehr viel anderes mit. Also sie ertragen nicht, dass ihre Menschen immer sagen, wir möchten mitbestimmen können wie in der Schweiz. Oder? Das schafft natürlich bei den Politikern keine Sympathie für die Schweiz. Aber das alles müssen wir sehen. Und wir haben natürlich objektiv schwierige Probleme im Finanzplatz, die dieser Finanzplatz lösen muss. Und das ist Arbeit, wo Politik und Banken Hand in Hand daran arbeiten müssen. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist noch nicht vollbracht und da ist noch viel zu tun. Ist das Bankkundengeheimnis ganz konkret noch zu halten? Ich glaube zunächst, dass das Bankkundengeheimnis etwas ist, was legitim ist. Und ich habe das ja auch sehr verteidigt noch als Finanzminister. Und ich habe die ganze Entwicklung miterlebt. Das ursprüngliche Bankgeheimnis war sehr, sehr fix, sehr, sehr fest und wurde dann immer wieder missbraucht durch Potentatengelder, durch Drogengelder, Geldwäscherei, internationale Kriminalität. Und es ist mir schon als Bundesrat sehr rasch bewusst geworden, die Schweiz kann das nur halten, wenn sie dafür sorgt, dass der Missbrauch nach Möglichkeit eingedämmt wird. Deshalb habe damals mein Team und ich, es ist immer ein Team, oder das Geldwäschereigesetz eingebracht. Wir haben sehr viel getan. Wir haben das Zinsbesteuerungsabkommen ausgehandelt, dass immerhin Gelder wieder in diese Länder gibt. Ich habe natürlich meine damaligen Kollegen verstanden, dass die sagen, das sind Steuergelder, die gehören eigentlich uns. Deshalb haben wir diese Lösung gefunden, die wird jetzt weiterentwickelt mit der Abgeltungssteuer. Und ich glaube, das ist eine jahrelange Entwicklung, die das Ziel hat, den Kern dieser Vertraulichkeit zu bewahren und gleichzeitig aber die Missbräuche einzudämmen. Und Steuerhinterziehung ist nicht mehr ein Gentleman's Delikt, sondern ist ein Delikt, wo wir Recht tun, dass wir mithelfen, das einzudämmen. Und hier diese Gratwanderung unter Bewahrung dieses Kerns des Bankgeheimnisses, daran sind wir. Aber ich glaube, es hat dann Kraft verloren. Das bedeutet, dass unsere Banken besser werden müssen. Sie können sich nicht mehr verstecken hinter einem Bankgeheimnis. Ich glaube aber, dass es Faktoren gibt, gerade jetzt, wo um uns herum die Stürme toben, nicht wahr, wenn ich das mit der Eurokrise so sagen darf, hat ein Land, das die Stabilität bewahren kann, auch für eben versteuerte Gelder, immerhin als Sicherhafen noch eine Attraktivität. Und das müssen wir bewahren. Wir müssen unsere Stabilität auch politisch bewahren. Gilt das aber nicht, oder gilt das nicht in erster Linie jetzt für eine UBS, für eine global tätige Großbank, eine integrierte Bank? Gilt das in gleichem Maßen auch für das Private Banking? Ja, ich glaube, das Private Banking ist völlig anders strukturiert, aber das Private Banking
spürt natürlich diese Probleme sehr stark. Also das eine ist einmal, dass ich glaube, dass der Anteil an Geldern, die jetzt eben in diese neuen Verfahren kommen, bei den Private Bankern wahrscheinlich eher höher ist. Und das zweite ist, die Margen kommen unter Druck. Ist ein enormer administrativer Aufwand. Also für eine kleine Bank, sagen wir, Abgeltungssteuerabkommen mit 4, 5 Ländern und wieder andere Abkommen, ich weiß nicht, im Ausland. Rein von der Informatik, von der Bewältigung, von der Schulung der Leute her ist das fast nicht mehr zu bewältigen. Deshalb der Margendruck, es wird einen Konsolidierungsdruck geben. Aber auch wir als Große sind interessiert, dass der Schweizer Bankenplatz ein starkes Privatbanking auch nicht bei uns, auch bei anderen behält. Wir sind ja auch die Bank der Banken, also die kleineren Banken können vieles nicht machen selber. Und da sind dann die Großen da, die ihnen Dienstleistungen erbringen können, die wichtig ist. Und wenn ich einfach, wenn Sie mir diese Bemerkung noch erlauben für unser Land, etwa 16% des Brutto, also unserer Wirtschaftsleistung, ist direkt oder indirekt Finanzplatz. Man kann schon sagen, die Großen sollen kleiner werden und so weiter. Sie müssen vor allem sicherer werden. Aber die andere Großbank und wir alleine beziehen für etwa 5 Milliarden bei Schweizer KMUs Haufen Dienstleistungen, nicht wahr? Und alles das zusammen, das muss wieder zusammenkommen. Und deshalb müssen wir alle ohne Jalousie, der macht es ein bisschen besser, der andere, sondern wir müssen alle versuchen, gemeinsam eben für dieses Land mit der Politik Hand in Hand diese Qualität des Standortes für den Finanzplatz zu bewahren. Wie weit geht denn die innerbankische Solidarität eigentlich, wenn man mit Bankern spricht, nicht nur an der Bahnhofstraße, durchaus auch solche, die nicht an der Bahnhofstraße tätig sind, dann hat man bisweilen ein bisschen den Eindruck, diese Jalousie, die Sie da angesprochen haben, die ist vielleicht auch eine Spur zu groß und führt letztlich eben auch ein bisschen innerhalb der Branche zu einem Auseinanderbrechen. Also die Gemeinsamkeiten sind kleiner geworden. Also es ist natürlich so, dass die Kantonalbanken, die Lokalbanken, die Privatbanken und wir haben in vielen Bereichen unterschiedliche Interessen. Und ich glaube, es wäre falsch, das irgendwo zu vergessen. Und es gab natürlich auch in unserer Bank schon Stimmen, die gesagt haben, was sollen wir eigentlich noch in diesem Verband? Alle anderen sind da dagegen. Oder als wir in der Krise waren, gab es Bankberater von anderen Banken, die gesagt haben, ja, keine Geld mehr zu UBS, da seid ihr in Gefahr, kommt zu uns. Das sind so Dinge, das ist natürlich im Konkurrenzkampf wahrscheinlich unvermeidlich. Umgekehrt, glaube ich, die wesentlichen Führer, wenn ich das so sagen darf, der Banken, wissen natürlich, dass wir eben sehr stark gemeinsame Interessen haben. Und deshalb habe ich auch bei unserer Bank immer gesagt, wir dürfen nicht vom Verband weg. Die Großbanken bezahlen den Verband, also bezahlen einen großen Teil, bezahlen diese Verbandskosten und haben immer den Eindruck, eigentlich würden die anderen Banken nicht groß mithelfen, unsere Interessen zu vertreten. Aber alles das darf kein Grund sein, um nicht eben zusammen doch die Probleme, wo man gemeinsam ist, zu lösen. Und ich glaube, das funktioniert letztlich nicht so schlecht. Aber letztlich schimpft natürlich jeder auch ein bisschen über den anderen. Ich war mal Zigarrenfabrikant, Sie haben das erwähnt. Es gab den Verband Schweizerischer Zigarrenfabrikanten. Es gab dort zwei größere Firmen, eine war meine. Und dort war es eigentlich nicht anders. Jeder hat dem anderen das Zahnweh vergönnt, aber man hat trotzdem versucht, dort, wo man gemeinsam Interesse hatte, auch diese gemeinsam zu vertreten, auch gegenüber der Politik. Ein letztes noch, wenn Sie jetzt auf diese 3 Jahre zurückblicken, Herr Villiger, gewissermaßen als Hinterlassenschaft, was würden Sie der Politik aufgrund Ihrer Erfahrung jetzt ins Stammbuch schreiben? Also ich darf zuerst einmal sagen, ich habe eigentlich das, was ich in meinem Leben tun durfte, als Privileg empfunden. Ich sage, ich habe 3 Leben gehabt. Eines als mittelständischer Unternehmer, eines als Bundesrat, das war wahrscheinlich meine erfüllendste Funktion, weil der Dienst an einem Gemeinwesen hat eine besondere, das heißt, es ist ein besonderer Wert. Und jetzt noch diese weite Welt, eine in weiten Teilen auch neuere Welt. Und da mitarbeiten zu dürfen, das ist hochinteressant, auch wenn Sie Widerstände haben, aber es war hochinteressant. Und was ich nun der Politik sagen würde, das unterscheidet sich eigentlich überhaupt nicht von dem, was ich als Bundesrat gesagt habe. Ich habe als Bundesrat, vor allem dann als Finanzminister, war eines meiner Hauptanliegen war immer die Standortqualität für dieses Land. Die Unternehmenssteuerreform
die große, die ich noch bewerkstelligen durfte, hat die Attraktivität sehr gesteigert. Ich glaube, dass auch dass die Schuldenbremse, die jetzt ein Exportartikel ist, das war ein Kampf gegen die Schuldenbremse von vielen Kreisen, auch bei uns. Ich musste mich da sehr einsetzen. Auch die großen Sparpakete, der runde Tisch damals. Alles das hatte ich immer im Blick eigentlich auf unsere Standortqualität, weil ohne eine starke Wirtschaft gibt es keine Mittel für die Kultur, es gibt keine Mittel für die Bildung, es gibt keine Mittel für die Politik. Die Politik kann ja nur verteilen, was die Wirtschaft erarbeitet. Also braucht es das. Und ich möchte der Politik sagen, schimpf nicht einfach nur über die Banker und glaubt, ihr seid alles besser. Vieles der Krise, die Eurokrise, ist eine politische Krise. In Amerika begann die erste Finanzkrise auch als politische Krise und. Wir müssen in diesem Land zwar streiten, aber wir müssen am Schluss zusammenstehen und Kompromisse finden, welche uns eben stabil erhalten und auch den Finanzplatz wettbewerbsfähig erhalten. Und das ist eigentlich trotz aller Differenzen eine gemeinsame Aufgabe. Und das ist, woran ich eigentlich appellieren möchte. Ist das ein Appell oder ist es mit auch eine Sorge, die Sie haben? Also gehen solche, ich sage, das sind ja genuin liberale Werte, die Sie hier vertreten. Haben Sie den Eindruck, dass sich hier die Dinge eher zum Schlechteren entwickeln? Also ich glaube, wir haben eine gewisse Tendenz, das hat natürlich schon lange angefangen, dass zum Teil das Eigenprofil in der Politik, man muss ja gewählt werden, das ist auch legitim, zum Teil wichtiger ist als die Problemlösung. Ich glaube nicht, dass die Schweiz problemunlösungsfähig, dass sie nicht mehr problemlösungsfähig ist. Am Schluss, auch wenn Sie 20 Jahre, 30 Jahre zurückschauen oder im Generalstreik, man hat immer gestritten, man hat immer geschimpft, so geht es. Mein Onkel hat vor 30 Jahren schon gesagt, die Schweiz gibt es nicht mehr in 10 Jahren. Oder? Das ist jetzt 20 Jahre her, dass es sie nicht mehr geben müsste. Ich glaube schon, dass es das noch gibt, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass es immer wieder Leute gibt, die darauf hinweisen, dass wir am Schluss, dass die Stärke mit der direkten Demokratie, dass wir am Schluss vom Volk getragene Lösungen haben, um die uns alle beneiden. Und dass wir aber dann auch diesem Volk Kompromisse vorlegen. Es geht ja nicht so ohne Kompromisse, die dann auch tauglich sind und nicht faule. Und dass alle eigentlich die Verantwortung haben, daran zu arbeiten. Und dass auch die Wirtschaft demgegenüber eine Verantwortung hat. Und auch weiß, dass sie natürlich auch die Nebenwirkungen ihrer Tätigkeit bedenken muss und nicht nur der Cashflow allein. Zuerst muss sie verdienen, sonst zahlt sie keine Steuern, aber auch die Nebenwirkungen. Aber das sind alle Schweizer Werte, für die einzusetzen es sich lohnt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass besondere Leute das immer wieder versuchen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was Sie der Politik ins Stammbuch schreiben würden. Ganz kurz in der wenigen Zeit, die uns noch bleibt, was würden Sie den Banken aufgrund Ihrer Erfahrung ins Stammbuch schreiben? Also das, was ich in der Bankenwelt jetzt gesehen habe, auch international, macht nicht in allen Fällen den Vorwurf der Arroganz als ganz unberechtigt. Um es einmal sehr gewunden zu sagen. Und ich glaube schon, dass es in der Großindustrie auch Menschen gibt, die zwar sehr tüchtig sind, aber vielleicht doch auch nicht immer lässt sich eigentlich sehen, dass alles eben, was sie auch beschließen, auch Nebenwirkungen hat. Und ich glaube, es war ja eine lange Zeit, gab es da, hat die, da fand die Wirtschaft, die Politik ist eigentlich eher ein Störfaktor, oder? Das habe ich erlebt, als ich noch in der Politik war. Jetzt kommt die Politik und sagt, eigentlich ist alles furchtbar, was diese Banken machen, es wäre viel schöner ohne. Ich glaube, der Respekt in der Wirtschaft vor der Politik ist wichtig und man muss auch verstehen, dass die Politik nicht immer so zackig entscheiden kann. Ich habe das erlebt. Das ist eine Arbeit, alle zu überzeugen. Sie müssen, ich kritisiere, was die Europäer, dass die keine Lösung hinkriegen, das kritisiere ich. Aber ich verstehe, dass das so schwer ist. Und dieses Verständnis könnte man von der Wirtschaft hin und wieder etwas vertieft erwarten, aber auch umgekehrt. Und in diesem Sinne habe ich eben beide Seiten erlebt und das aber letztlich als faszinierend empfunden. Ich denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir danken Ihnen recht herzlich, Herr Villiger, für dieses Gespräch und für die Zeit jetzt danach, ab dem 4. Mai, glaube ich. Alles Gute. Vielen Dank. Und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ Standpunkt, den zwei Journalisten ein Gast. Sie können wie immer diese Sendung auch im Internet sehen und hören, und zwar auf www.nzz.ch. Es wäre schön, Sie wären auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann. Auf Wiedersehen.